Herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt beim Fenster Ursprungsgerade und eine Ursprungsgerade ist eine Gerade, die durch den Koordinatenursprung geht, also sprich durch den Punkt 0, 0, also jenen Punkt, wo die y-Koordinate als auch die x-Koordinate 0 ist. Und in diesem Video wirst du lernen, was man mit der Lösungsmenge einer Ursprungsgerade meint. Und hier steht nun, die Lösungsmenge von y ist gleich k mal x, ist jene Gerade, die erstens durch den Punkt 0, 0 verläuft, also durch den Ursprung, und zweitens die Steigung k hat. Wir wollen nun diese beiden Aussagen überprüfen und sozusagen schauen, ob diese Gerade, also die Gerade, die durch den Punkt 0, 0 geht und die Steigung k hat, tatsächlich die Lösungsmenge von dieser Geradengleichung ist. Beginnen wir mit der Überprüfung der ersten Aussage. Also die Lösungsmenge ist jene Gerade, die durch den Punkt 0, 0 verläuft. Dazu müssen wir einfach überprüfen, ob der Punkt 0, 0 auch tatsächlich eine Lösung dieser Geradengleichung ist. Das heißt, wir setzen für die x-Koordinate als auch für die y-Koordinate den Wert 0 ein und überprüfen dann die Gleichung. Das heißt, wir erhalten 0 ist gleich k mal 0, also sprich 0 ist gleich 0 und diese Gleichung stimmt natürlich. Das heißt, wir können schreiben, dass der Punkt 0, 0, also der Ursprung, eine Lösung ist, also eine Lösung der Geradengleichung. Gut, dann überprüfen wir nun die zweite Aussage. Das heißt, hier steht, die Gerade soll nicht nur durch den Punkt 0, 0, also durch den Ursprung gehen, sie soll auch genau die Steigung k haben. Wir haben schon gelernt, dass die Steigung k definiert ist als das Verhältnis einer y-Änderung zur x-Änderung. Schauen wir uns das in dieser Skizze genau an. Wir haben hier die x-Änderung eingezeichnet und hier die y-Änderung. Und wenn wir vom Ursprung weggehen, also hier vom Punkt 0, 0 und dann genau die x-Änderung und die y-Änderung weit gehen, also diese sozusagen diese Schritte gehen, dann landen wir genau beim Punkt A. Das heißt, unsere eigentliche Überlegung ist sozusagen, liegt der Punkt A, denn auf unserer Geraden ist der Punkt A eine Lösung unserer Geradengleichung. Na, wie können wir das feststellen? Legen wir zuerst mal fest, für den Punkt A haben wir ja auch die zugehörige x-Koordinate und die y-Koordinate gegeben. Die x-Koordinate ist xa, das steht hier unten, und die y-Koordinate ist ya. Und nun wollen wir feststellen, ob dieser Punkt auch wirklich eine Lösung unserer Geradengleichung ist. Dazu können wir jetzt aber nicht einfach die Koordinaten hier einsetzen, denn wir kennen ja keine konkreten Werte. Das ist ja hier allgemein formuliert mit xa und ya. Das heißt, so wie für den Ursprung können wir das nicht direkt überprüfen. Aber wir können das Ganze mit unserer Steigung überprüfen. Und zwar, wir haben hier das Verhältnis aus y-Änderung zur x-Änderung. Naja, wie groß ist denn nun unsere y-Änderung? Die y-Änderung ist ja genau der Abstand zwischen der x-Koordinate hier und der x-Koordinate beim Ursprung, also unser Delta x, x, also dieser Abstand ist genau xa minus 0, also der Abstand zwischen dieser x-Koordinate und dieser x-Koordinate, sprich 0. Das heißt, wir haben für unsere Delta x xa minus 0 und bei unserem Delta y ist das sozusagen dieselbe Überlegung.
Das Delta y ist genau der Abstand zwischen der y-Koordinate ya und der y-Koordinate beim Ursprung, also 0. Das heißt, unser Delta y ist dieser Abstand hier, also sprich ya minus 0. Das setzen wir hier auch in die Gleichung ein, ya minus 0. Dann sehen wir schon, dass wir das Ganze etwas vereinfachen können, denn das minus 0 können wir hier natürlich weglassen. Dann erhalten wir ya durch xa. Und wenn wir die Gleichung nochmal neu hinschreiben, dann steht hier k ist gleich ya durch xa. Also unsere Steigung ist ya durch xa. Multiplizieren wir nun die Gleichung mit mal xa, dann erhalten wir insgesamt ya ist gleich k mal xa. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, dass unsere Steigung, ist ja so definiert, ein Verhältnis aus y-Änderung zur x-Änderung sein muss und haben dann diese Änderung uns für den Punkt a angeschaut. Und zum Schluss haben wir diese Gleichung herausbekommen und diese sagt uns nun, dass der Punkt a tatsächlich eine Lösung unserer geraden Gleichung ist, genauso wie wir es für den Punkt 0 auch festgestellt haben. Und damit ist klar, die Gerade, die durch den Punkt 0, 0 verläuft und die genau die Steigung k hat, ist tatsächlich die Lösungsmenge für die geraden Gleichung.